nach 4. Sie hören den Radio Kiepenkerl Express und ich... Katharina Theule, 22 Jahre alt, arbeitet als Volontärin beim Radio Kiepenkerl in Dülmen. Ihre Begeisterung fürs Radio entdeckte sie schon im Kindesalter. Nach dem Abitur fand sie ihren Einstieg in dieses Medium durch ein zweiwöchiges Praktikum. Ihre Aufgaben sind vielfältig. Als Volontärin macht man eigentlich alles hier, also von Nachrichten schreiben und lesen über Reporter machen, Reportertermine machen, moderieren, Sachen produzieren, Töne schneiden, eigentlich alles, was zum Radio gehört. Also ganz besonders gerne moderiere ich natürlich, weil ich finde es einfach toll, hinter Mikro zu stehen, das Mikro anzumachen und live die Leute irgendwie zu unterhalten. Das macht mir super Spaß. Katharina moderiert heute die Sendung Radio Kiepenkerl Express. Ihr Tag beginnt um 9.20 Uhr. Kurz nach dem Eintreffen im Sender geht es an den Arbeitsplatz, an dem Katharina ihre redaktionellen Arbeiten erledigt. Das sind unter anderem Recherchen, Terminabsprachen und natürlich die Vorbereitung ihrer Sendung. In der morgendlichen Redaktionskonferenz werden die wichtigsten Themen des Tages gemeinsam besprochen. Dazu gehören beispielsweise ein Rückblick auf das Programm des letzten Tages sowie ein sogenannter Aircheck für die Moderatoren, in welchem Lob und Kritik verteilt wird, um die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu verbessern. Doch was genau sind die Anforderungen an einen Radiomoderator? Ich glaube, man muss spontan sein, man muss nicht unbedingt auf den Mund gefallen sein, also man muss ein sehr offener Typ sein. Man muss auch davon ausgehen, dass man ab und zu mal ein bisschen länger arbeiten muss, also nicht um Punkt 16 oder 17 Uhr den Kuli an die Seite legt. Man muss gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Wie zum Beispiel bei Außenreportagen. Hier fängt Katharina Meinungen und Statements der Bürger zu bestimmten Themen ein. Die Gesprächspartner sind unterschiedlich. Geht ganz schnell. Du gehst auf die Schule, ne? Und jetzt hast du noch eine Woche Ferien. Was machst du da so? Spielen. Und was? Lego. Und mit wem so? Erzähl mal. Was machst du? Alleine. Alleine? Und sonst? Sonst musst du ja zur Schule morgens früh aufstehen. Was machst du jetzt in Ferien? Lego spielen, Auto spielen und noch Oma und Opa fahren. Und freust du dich schon wieder auf die Schule? Ja. Die Kinder sind alle verrückt heutzutage. Du freust dich wirklich auf die Schule? Das ist nämlich immer sehr lustig, wenn die Leute das Mikro sehen. Dann, die gehen erst ganz langsam so und dann sehen sie das Mikro. Ich habe keine Zeit, ich muss ganz schnell weg. Oder die können ganz toll erzählen, aber sobald die das Mikro sehen, denken die, ich will die irgendwie mit Mikro aufessen oder so. Dann kriegen die immer ganz schlimm Angst. Und die meisten Leute denken ja, sie könnten nicht reden, aber die können alle reden. Ist eigentlich ganz einfach. Ist ja auch nicht schwer. Du gehst noch zur Schule, ne? Was machst du denn mit so in Ferien? Ich war bis Freitag im Urlaub. Wo? In Cochem. Heutiges Thema, Herbstferien. Katharina befragt Kinder und Jugendliche zu ihren Ferienerlebnissen und Aktivitäten in der nahen Fußgängerzone. Um passende Statements für ihre Sendung zu erhalten, hilft sie den Interviewpartnern auch schon mal ein wenig nach. Bisschen wenig Ferien? Ja. Sag mal ein bisschen wenig Ferien. Bisschen wenig Ferien. Zwei Wochen? Die sogenannten O-Töne, also die Originaltöne der Interviewpartner, aber auch per Telefon geführte Interviews, werden nun am Computer bearbeitet. Hier und da muss einiges gekürzt und für die Sendung fachgerecht zusammengeschnitten werden. Diese Sprachclips können später von der Moderatorin im Studio ganz einfach per Mausklick eingespielt werden. Vor der Sendung müssen noch einige Moderationen getextet bzw. umgeschrieben werden. Und dann geht es los. Es ist kurz vor 4, in wenigen Minuten beginnt die Sendung Express. Alles Routine? Sir Elton John und noch nicht Sir George Michael. Trotzdem, ob mit oder ohne Ritterschlag, machen Sie eine gute Musik. Don't let the sun go down. Gleich 5:45. Hier ist der Radio Kiepenkerl Express. Routinearbeit ist es nie, weil jeden Tag passiert etwas anderes. Man hat jeden Tag andere Dinge im Programm. Es gibt jeden Tag andere Musik, jeden Tag etwas Neues zu erzählen. Es passieren andere Dinge.
wenn ein Unfall passiert, wenn irgendein Popstar wieder irgendwas angestellt hat. Das ist immer total lustig. Also man weiß, wie gesagt, nie, was passiert. Ich liebe diesen Beruf. Ich würde für diesen Beruf sterben. Das ist mein absoluter Traumberuf. Und ich möchte auf keinen Fall jemals was anderes machen. Das wäre mir viel zu langweilig. Also Moderatorin ist auf jeden Fall mein Traumberuf. Mann. Ich bin Katharina Theule, wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Feierabend, was auch immer Sie tun. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, schönen Tag noch, tschüss.